Ja, guten Morgen, Leute. Ich habe mir heute vorgenommen, 600 Kilometer mit meinem Mustang Mach-E ohne nachzuladen zurückzulegen. Heute ist also die Ben 600 Challenge. Und dann schauen wir uns mal an, ob das heute funktioniert. Ich will also nach Köln zu den Fortwerken und dann wieder zurück nach Eichenzell. Ich bin ja am Rhönhof. Ich muss also jetzt das Auto erstmal aufladen. Wir schauen erstmal, wie der Akkustand ist. Und dann werde ich das Auto hier hoffentlich an der Typ 2 Ladesäule wieder entsprechend auf 100% aufladen können. Wir haben also jetzt 405 Kilometer Reichweite laut Bordcomputer, 91% haben wir im Akku. Jetzt heißt es also erstmal aufladen. Ich werde einfach wahrscheinlich Typ 2 laden oder CCS vielleicht sogar, muss ich mir mal überlegen. Auf jeden Fall werden wir das Auto jetzt erstmal voll machen auf 100% und dann geht's los. Ich habe mich also jetzt für Typ 2 entschlossen. Er sagt bitte Fahrzeug anschließen. Fahrzeug ist aber angeschlossen. Scheinbar klappt das mit der Kommunikation nicht. Ja, sieht so aus, als würde es nicht funktionieren. Wir gucken mal, er fängt zumindest nicht an zu laden. Das hat er auch verriegelt. Okay, und jetzt scheint er auch anzufangen. Also jetzt hat er zumindest es erkannt. Also Typ 2 ging merkwürdigerweise nicht. Aber das scheint jetzt zu funktionieren. Wir brauchen ja auch nicht mehr als 50 kW an Ladeleistung jetzt. Schritt 8 hängt er jetzt. 9, 10, 11. Okay, jetzt scheint der Ladevorgang zu beginnen. Aber ich weiß natürlich nicht, mit wie viel Leistung er lädt. Naja, jetzt müssen wir halt warten. Ich nehme mal an, so eine Dreiviertelstunde wird es dauern. Aber Michi, ich bin ja mittlerweile der Meinung, du schaffst das. Die 600 Kilometer. Wegen gestern, weil Kim muss dann 300 Kilometer mit dem Einganggerad fahren. Ja, das wäre doch geil, oder? Also zur Info ja, für euch, der Kim, das ist unser Tesla-Kim, der fährt ein Model X. Und der hat gestern gesagt, wenn ich es heute schaffen sollte, dann wird er nicht die 85 Euro, die er ursprünglich eingesetzt hat, einlösen müssen, sondern er wird mit einem Single-Speed-Rad oder war es ein Einrad? Ich glaube, es war ein Einrad, ne? Nein, ein Single-Speed-Rad. Mensch, Ruhe. Er wird mit einem Einrad an einem Tag 300 Kilometer fahren, wenn ich es schaffe. Das heißt also, selbst die gegen mich gewettet haben, ja, die sollten auf jeden Fall mir die Daumen drücken, dass es klappt. Und ich sehe, ich glaube, es geht schon wieder weiter. Gut, wir haben jetzt 10.59 Uhr. Wir sind bei 100%. Der Ladevorgang wurde pausiert. Ich kann jetzt also abstecken und dann geht's direkt los. Mal sehen, ob er auch gleich freigibt. Hier draußen ist es kühler als im Auto. So, einmal freischalten und dann wieder rein damit. Sehr schön. Gut, wir sind bei 100%. Abgesteckt habe ich. Jetzt geht's also Richtung Köln zu den Fortwerken, wo ich mich auch mit ein paar Zuschauern treffe. Auf geht's. Wir legen los. Servus, Frank. Ach, das gibt's ja nicht. Das ist ja lieb von dir. Dankeschön, Frank. Ich weiß ja, was ich sagen soll. Jetzt habe ich 3 Flaschen Cola da. Ja. Grüß dich. Aber ich wollte gerade losfahren. Okay. Also ich bin bei 100%. Wenn ich jetzt stehe, brauche ich auch wieder Strom. Also, Frank, es tut mir echt leid. Und guck im Stream vorbei, ne? Das ist der junge Mann, der das 10.000er Abo-Schild gemacht hat. Okay, Frank. Ja, bis später vielleicht. Vielleicht sehen wir uns heute Abend nochmal. Alles klar. Dann habe ich auch mehr Zeit. Also wenn du da vorbeikommst, dann können wir auch kurz quatschen. Okay. Bis dann, ciao. Ha, guckt euch das an, der Frank. Das ist doch echt, oder? Ich habe wirklich die besten Zuschauer der Welt. Nur die ja, weil du gesagt hast, du verhungerst. Die Österreicher, die machen ab und zu Probleme. So, Fenster zu, auch wieder Strom verbraucht, aber für die Verpflegung ist das schon cool. So, wir legen los, Leute. So, jetzt sind wir an. Reichweite ist schon um einen Kilometer gefallen. Juhu! Wir ganz vorsichtig fahren. Rechts abbiegen in die Straße Rhönhof, dann in die erste Straße rechts abbiegen. Ach, guck an. Rechts abbiegen in die Straße Rhönhof, dann in die erste Straße links abbiegen. Da Frank, das ist ja cool. Das ist echt eine coole Socke. Sehr schön, ich muss jetzt auch noch umstellen. Ich stehe noch auf Unbridled. Also Restreichweite wird jetzt 457 angezeigt. So, wir sind bei 90. Und jetzt geht's los.
jetzt überhol das Model 3. Jetzt überhol das Model 3. Na komm, aber viel zu schnell. Wird's wahrscheinlich wird vorbei. Der Tesla mit dem großen Magneten vorne drinnen sein. Ach, guck mal sein. Hier. Der das ist ein Benetarier, Leute. Ein Benetarier fährt neben mir hier. Winke, winke, Michael, toi, toi, toi. Mach Windschatten, Mensch. Mach Windschatten. Fahr doch nicht neben mir her. Fahr vor mich, Mensch. Fährt der Kerl neben mir her. Da machst du mir doch keinen Windschatten. So, an den hänge ich mich jetzt ran. Sehr schön, top. Also vielen Dank. Und er hat hinten sogar einen Micha toi 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 im Fenster hängen. Das ist natürlich super. Du fährst zu schnell. Fahr langsamer. Bisschen weniger. 1-2 km/h weniger. Das ist halt die Sportfahrer mit ihren Model 3s. Ne? Wir sind bei 99,2 Kilometer bisher. Der Durchschnittsverbrauch liegt weiterhin bei 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer laut Anzeige. Wobei ich davon ausgehe, wir sind eher bei 14,4, weil der springt immer mal zwischen 14 und 15 hin und her. Nachkommastellen macht er nicht. Und wir haben noch 85% im Akku. Und wenn ich das richtig rechne, 6 mal 15 gebe 90%. Das würde bedeuten, dass ich, wenn das alles richtig ist mit der Anzeige, links halten in Richtung Köln. Und nichts Unerwartetes passiert, keine starken Wind mehr aufkommt, wobei ich ja momentan Gegenwind habe, dass ich es vielleicht schaffe. Also im Moment bleiben wir optimistisch, es sieht nicht schlecht aus. Also 100 Kilometer jetzt und immer noch 85% im Akku. Das ist natürlich top. Also ganz schöne Heizer sind. Mal gucken, was er jetzt macht. So, jetzt sind wir über den Hügel drüber und wenn er Fahrt aufnimmt, dann müsste er jetzt Fahrt aufnehmen. Jetzt nimmt Fahrt auf! Es gibt jetzt einen LKW-Fahrer, der sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung hält. Wir warten noch kurz. Der Falsche finde ich mich. Ihr habt euch alle abgesprochen. Ja, er wird nicht schneller. Nein. Ja. Jetzt muss ich aber cool, jetzt kommen Autos von hinten ohne Witz, Otto. Ohne Witz, ich muss kurz warten. So, jetzt noch ein Weißer und es kommt noch ein Weißer und dann fahre ich vorbei. Moment, jetzt wäre das 87. 88? Kommt er noch auf 90? Hinter mir ist eh frei, ich kann gleich überholen. Na? Okay, wir gehen mal hier. Ich gehe jetzt aber schon mal hoch auf 90. Und wenn er das jetzt nicht hält. Nee, er schafft's nicht. Muss ich auch jetzt ein bisschen schneller fahren, damit ich ihn überholen kann. Wink doch mal, Chantal, der freut sich, der LKW-Fahrer. So, schnell rüber. Okay, und wieder runter auf 90. Wir testen das mal an. Also er beschleunigt. Ist auf jeden Fall ein Niederländer, glaube ich. Und die sind ja dafür bekannt, dass sie eher ein bisschen am Heizen sind. So, wir hängen uns dran an den LKW. Komm, noch 1 km/h. Oh, 89, 90. Komm, gib mir das 1 km/h. Jetzt sind es 2 km/h. Die fahren alle ihre 80. Das ist Wahnsinn. Ich warte jetzt aber, bis die Tröte kommt. Oder war hier noch Tempolimit? 86. Nee, das wird nix. Das wird nix. Ja. Ich bin schon dran. Ich muss nur den Jaguar noch vorbeilassen. Und dann fahren wir vorbei. Ich habe hier 100. Wieso habe ich denn hier 100? Ah! So, vorbeikleiden. Wo bin ich denn raus? So, jetzt hier.
hat es durchgezogen, die Linie ist zu Ende. Jetzt fährt er hinter mich! Der fährt hinter mich, der Kerl! Das gibt's doch nicht. Also ich bin echt ein Pechvogel. Anders kann man es nicht sagen. So, wir gehen wieder auf 90. Also ich habe endlich einen LKW gefunden nach rund 140 Kilometern, der sogar ziemlich flott unterwegs ist und der mir wirklich ausreichend Windschatten bietet. Also das ist sehr angenehm, hinter diesem jungen Mann hinterher zu fahren, oder der jungen Frau, man weiß es ja nicht. Mit anderen Worten, ich kriege jetzt endlich ein bisschen Hilfestellung und bin ganz gut dabei. 15 Kilowattstunden haben wir wieder, aber es geht wieder bergauf. 73% im Akku und laut Gasometer 363 Kilometer Restreichweite. Das ist echt so spannend, wie das hätte selbst ich nicht gedacht. Ich dachte, ich mache es ja mit links, aber es wird doch ein bisschen knapper, mein Sieg, als ich gedacht habe. War doppelt, muss man eins abziehen. Der Peter Hauks hat 30 Euro für Sitzfleisch gespendet. Vielen herzlichen Dank. Danke, Peter. Und das ist auch jemand, der an mich glaubt. Ein bisschen Aufmunterung. Das brauche ich in solchen Stunden, wo man nicht weiß, ob es klappt oder nicht. Aber immer noch 75%. Und wir sind Peter, wieder auf 14. Der LKW-Fahrer ist ein Streckenwächter. Ja, der ist super sympathisch. 14, da steht 14. Dankeschön. So, ich und mein LKW-Freund, wir fahren jetzt wieder 96, ne? Er überholt gerade einen anderen LKW. Das hast du richtig gesagt, immer der Esel zuerst. Was habe ich gesagt? Oh Gott. Ich und mein LKW-Freund. Ah, mein LKW-Freund und ich. Mein LKW-Freund und ich. Hast natürlich recht, ich muss noch mal ein bisschen frische Luft reinlassen. Er kommt aber nicht vorbei. Wir sind hier Zeuge eines Elefantenrennens. Ich fahre mal hinter den anderen, glaube ich. Genau, ich fahre hier direkt. Ich mache richtig schön von beiden Seiten richtig fetter Windschatten. Ein sehr schön. Doppelter Windschatten. Ein super Elefantenrennen. Jungs, ihr seid genial. Meine LKW-Freunde und ich. Guckt euch das an. Ich liebe also, Elefantenrennen! Ich bin auch überholt, Otto. Mit dem doppelten Windschatten. Ich hoffe, dass die Verwirbelungen zwischen den LKWs nicht so gut sind. Nee, das ist super. Ich bin total, ich spüre nichts mehr vom. Ich mach mal das Fenster auf. Absolut windstill hier. Man hört nur die Reifen, kein Wind. So, wir sind jetzt fast in Köln angekommen. Es sind noch 12 Kilometer bis zum Wendepunkt. 59% habe ich noch im Akku. Er sagt jetzt noch 302 Kilometer laut Gasometer. Und in 300 Metern in einer der drei linken Spuren einordnen, dann links halten. Okay, der Bordcomputer sagt 13 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometern. Ich bin in voll im Soll. Drei linken Spuren einordnen, dann links halten. Und der Otto hat gerade mal ausgerechnet, wie will das, wenn das alles richtig ist, was der Bordcomputer anzeigt, was das ergeben würde. Und das wären 670 Kilometer oder über 670. Und das ist ja schon, ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Und ich muss ja auch die 80 halten. Ich bin jetzt am Fortwerk in Köln angekommen. In 100 Metern rechts abbiegen in die Henry-Ford-Straße, dann erreichen Sie das Ziel. Hier sind wir jetzt also in der Henry-Ford-Straße und jetzt muss ich den Parkplatz suchen. Rechts abbiegen in die Henry-Ford-Straße, dann erreichen Sie das Ziel. Wo muss ich hin, Uwe? Ah, nee, ist ja geil, der Uwe, oder? Nee, ist ja der Uwe. Mal gucken. Ach, hier sind sogar ein paar Leute, so wie es aussieht. Wo muss ich denn hin? Der Uwe hat gesagt, er lässt mich rein. Besucher, bitte durchfahren. Dann gucken wir mal, den, ob ich jetzt die Jungs finde. Hier kann ich kostenlos laden. Dann werde ich das Auto mal dranhängen. Ha? So. Wunderbar.
Ach, hier, blauer Mi, genau. Also schon wie angekündigt. So, ich fahre mal gerade hier von hinten rein. Ich darf hier sogar halten, so wie es aussieht. So. Fahren wir mal von hinten an die Autos ran. So. Aber... Nein, ich lade nicht. Ich lasse den Stream ja auch mitlaufen, Leute. Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Erstmal ausmachen. Ah, nee, nicht ausmachen. Ihr wollt ja wahrscheinlich wissen, was Masel ist, ne? Wie ihr sehen könnt, ich bin am Fortweg in Köln angekommen. Wir haben jetzt insgesamt 287,3 Kilometer absolviert. 13 Kilowattstunden zeigt der Bordcomputer als Durchschnittsverbrauch an. Ich habe noch eine Reichweite von 295 Kilometern laut Gasometer. 58% im Akku. Und jetzt gucke ich mal gerade, was die App sagt. So, hier haben wir die App, die sagt 287,9. Also mit anderen Worten, der Bordcomputer und die App mit GPS haben fast den gleichen Wert. Das dürfte also passen. 75,9 war jetzt der Durchschnitts, war die Durchschnittsgeschwindigkeit auch mit Stadtverkehr dabei. Natürlich Schleicherei, keine Frage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt, was den Verbrauch angeht, mit dem Mustang Mach-E sehr zufrieden. Das hat sich wirklich als möglich scheinbar rausgestellt. Natürlich, wir haben erst 50% absolviert oder noch nicht mal ganz 50%. Aber ich habe jetzt auch ein paar Reserven und ich glaube, es müsste möglich sein. Ich bin optimistisch, aber nicht den Morgen vor dem Abend loben. Wir müssen natürlich die restlichen über 300 Kilometer auch noch schaffen. Weil dann machen wir hier gerade mal, wenn hier schon 500 Leute wegen mir kommen, ne? Dann müssen wir das auch ordentlich abfeiern. Sehr schön. So. Ich halte mal drauf. Oh ja, das ist natürlich. Das ist natürlich. Ne? Da müssen wir nochmal ganz, ganz dicht dran gehen. Ja, ihr seid zu spät, ne? Wir haben ganz vorne, wir haben eine halbe Stunde auf dich gewartet. Ach ja. Auf dem Parkplatz Mitte, wo ich geschrieben habe. Ach so, ja, hier. Orientierungssinn null, ne? Okay. Ich bin mit 58% angekommen, knapp 300 Kilometer. Hat das jemand gedacht? Gedacht, 44 Jahre Ford gewesen. Ich weiß, was okay. Ford baut. Du bist ehemaliger Ford-Mitarbeiter, da haben wir noch einen Ford-Mitarbeiter. Aber nicht von hier. Okay. Und ihr beide habt dran geglaubt? Das sieht zurück anders aus. Ne? Du bist eigentlich jetzt fast nur bergab gefahren. Ja. Okay. Und du fährst die Rücktour ziemlich bergauf. Also das könnte knapp werden. Okay. Ich werde es weiter langsam. Ich lasse es weiter langsam angehen und sobald es, solange es nicht regnet. Und irgendjemand mit Zweifeln, der jetzt positiv überrascht ist? Nö, aber trotzdem viel Verbrauch. Ich brauche mit meinem 9,7. Gut, du musst halt immer, du musst es vergleichen unter gleichen Bedingungen. Ne? Und natürlich ist das auch ein bisschen größeres Auto als der Mi. Ne? Aber ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht. Was hast du geglaubt? Dass es klappt? Ja, hier sind nur Optimisten. Ne? Es haben sich so viele gefunden, die gesagt haben, das klappt niemals. Okay. Hast du auch eine Meinung? Ja, ich hätte nicht dran gedacht, dass es klappt. Wie viel hast du gedacht? Also wir wissen ja nicht, ob es klappt. Es kann immer noch in die Hose gehen. Aber bis hierhin war es positiv auf jeden Fall. Also ich hätte vielleicht gedacht 500, 550, aber dann ist es mehr auch Ende. Okay. Mal gucken, was du gerade dazu. Ja, Ton wird ein Problem. Es kann sein, ne? Weil der Wind, ich habe jetzt leider den Adapter nicht gefunden. Was sagt ihr? Ja, sehr gut. Aber du hast noch nicht das Zusatzgewicht für die Rückfahrt. Oh, ich krieg Reisdorfer Kölsch. Also wieder ein bisschen Spülwasser, wenn ich Durst bekomme. Ist Pflicht. Ja, wunderbar. Ja, dann nehme ich das. Danke dir. Das ist vom Uwe. Ja, das T-Shirt ist natürlich die Sensation, Uwe. Ne? Damit bist du hier mit Abstand der attraktivste auf dem Parkplatz. Kein Alkohol frei. Hinter dem Beifahrersitz. Ja, ich muss es irgendwo... Das gibt's doch nicht. Blödes Ding. Ja, jetzt macht das. Das mit der Klappe. Kann dein Kona? Hast du es nachgerüstet? Okay. Ja, das muss man ja haben, ne? Mit der Hand. Okay, dann gucken wir gerade mal. Mach mal. Guck an. Funktioniert ja super. Das funktioniert ja. Oh, jetzt macht das. Ein Kona mit einer elektrischen Heckklappe. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, alles, was man nicht bekommen kann, ne? Ja, sehr schön. So, ich habe kurz mal mit ein paar Zuschauern geschnackt. Da auch vielen Dank, dass ihr den Weg auf euch genommen habt, um mal Hallo zu sagen. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und jetzt geht's weiter wieder Richtung Fulda. Es sind jetzt auch wieder knapp 300 Kilometer, die ich zurücklegen muss. Ich habe 294 Kilometer Restreichweite laut Auto, 58% noch im Akku. Ich bin gespannt. Der Rückweg soll schwieriger werden, weil mehr Aufstiegsmeter und auch Gegenwind. Also die Sache ist noch nicht gegessen. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter.
unterwegs. Hab also den Weg von den Fortwerken rausgefunden. Hab natürlich vergessen, die Kamera anzumachen, aber egal. Wir sind jetzt also auf dem Rückweg und vor mir fährt noch ein Ioniq von einem der Zuschauer, die extra vorbeigekommen sind, um mal Hallo zu sagen. Fand ich natürlich super, da nehme ich jetzt auch den Windschatten noch mit. Und ja, jetzt kommen die letzten 300 Kilometer und ich bin optimistisch, dass das was wird. Dann muss Chantal jetzt ran. Hä? Was die Massage angeht. Ah, okay. Das hat wieder gedauert. Du weißt schon, dass das eine aufblasbare Puppe ist, die daneben mir sitzt und Chantal heißt? Hast du ja, sie anders schon gesehen? Funktioniert ja auch nicht. Da ist die Chantal. Gut, Leute, wir haben jetzt die 50% unterschritten, 49% noch im Akku. Ich habe 335 Kilometer hinter mir. Also wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Gasometer sagt jetzt 250 Kilometer noch Reichweite. Bis nach Eichenzell sind es jetzt noch 249 Kilometer. Also sogar das Auto glaubt jetzt, dass ich zumindest zurück nach Eichenzell komme. Heißt aber noch nicht, dass ich auch die 600 Kilometer hinbekomme. Das wird noch die einzig zu klärende Frage wahrscheinlich sein. Es sei denn, es kommt jetzt noch ein Regenschauer oder massiver Gegenwind mit Böen. Das müssen wir nochmal abwarten. Aber im Moment bin ich optimistisch. Kilowattstunden. Ich mache mir Sorgen, Otto. Ja, Leute, wir sind jetzt bei 20% Akkustand angekommen, haben 492 Kilometer zurückgelegt. 14 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch zeigt er mir aktuell an. Und ja, 103 Kilometer ist noch die Reichweite. Bis Eichenzell werde ich es wohl hoffentlich schaffen, wobei da noch ein paar Anstiege kommen. Da kann man auch noch nicht sicher sein. Ob ich die 600 schaffe, steht noch nicht fest, aber ich bin immer noch leicht im Plus. Also normalerweise bräuchte ich ja jetzt erst, Moment, durch 5, 12 mal 4, 480 Kilometer und ich habe, wie gesagt, 493 Kilometer. Also ein ganz leichtes Plus habe ich immer noch, aber ob das reicht, tja, Fragen über Fragen. Brauchen noch 46 Kilometer und die zeigt er mir direkt als Restreichweite an. Na dann. Aber willst du denn alleine? Ah, hier ist scheinbar auch ein Zuschauer, der hier mit dem Golf, mit einem E-Golf fährt und zieht an mir vorbei in einer, Mensch, gib mir, mal, gibt er mir vielleicht... Ah, ist er vielleicht gekommen, um mir Windschatten zu geben? Ja, wobei jetzt erstmal, er fährt natürlich viel zu schnell für mich. Die Golffahrer immer. Oh, es geht steil bergab. Also, ich meine damit steil bergauf, aber mit der Reichweite steil bergab. Aber ich kann mir vorstellen, der Michael schreibt am Montag an Ford Deutschland die Mail, ihr habt nicht an mich geglaubt. So, Freunde, ich bin jetzt kurz vor Eichenzell. Wir haben 580 Kilometer laut Bordcomputer zurückgelegt, haben 22 Kilometer Restreichweite noch, 4% ist State of Charge. Ich fahre jetzt also auf jeden Fall nochmal ein Stück zurück. Es ist so eng. Mir läuft das Wasser den Rücken runter vor lauter Aufregung. Hier geht es jetzt also runter. Ich fahre jetzt auf jeden Fall nochmal auf die Autobahn. Und wenn da noch Kilometer fehlen sollten, dann mache ich die aber auf der Landstraße, weil ich möchte nicht unbedingt auf der Autobahn liegen bleiben. Das wäre sicherlich unverantwortlich und das machen wir nicht. So. Und GPS eilt sowieso 5 Kilometer voraus. Das heißt, dass laut GPS, laut der App zumindest, wäre ich 5 Kilometer weiter, wäre ich schon bei 586 Kilometern. Aber wir gucken jetzt auch, dass wir es mit dem Bordcomputer dann auch noch die Kilometer aufholen. Ja, mal schauen. Der Jürgen G. hat geschrieben, der E-Golf ist in Eichenzell angekommen. Das freut mich. bist du der, bist du der,
Bist du der E-Golf-Fahrer? Warum gibst du mir dann keinen Windschaden? Michael, der gehört verprügelt, wenn du dort hinkommst. Also mein lieber Freund, mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Hast du gegen mich gewettet? Bist du einer von den HZZ-Lern? Das gibt's ja wohl. Dann schreibt ihr, der Golf ist gut in Eichenzell angekommen. Ja, super. Schön zu wissen. Alex, da kommt ein Hyundai Kona Elektro mir entgegen. 7. Nehmen wir jetzt die nächste Hofeinfahrt. 8. So. Die Hofeinfahrt nehmen wir. Die sieht doch gut aus. So, und jetzt machen wir gleich. Moment. Jetzt haben wir die 600 Kilometer voll. 7 Kilometer Rest noch. Bravo. Über 600 Kilometer. Also die Wette, das behaupte ich jetzt einfach, ist an dieser Stelle gewonnen. Ich und Elon Musk, wir zeigen, das Unmögliche ist möglich. Man darf sich nur nicht von der HZZ-Gruppe verunsichern lassen. Also den Haderern, Zweiflern und Zauderern. Die haben die Wette auf jeden Fall nach meiner Auffassung verloren. Und ich habe sie gewonnen. Und ich glaube, ich schaff's auch bis an die Ladesäule. Und wisst ihr was? Ich werde auf dem Parkplatz noch eine Ehrenrunde drehen, um die Überlegenheit des Bandit Hidalgo, auch bekannt als Mustang Mach-E RWD Extended Range, zu demonstrieren. Also, wir fahren hier jetzt auf dem Parkplatz noch eine kleine Runde. Da steht der Golf von vorhin, der mir keinen Windschaden gegeben hat. So. Wir rollen zur Allegro-Säule und feiern diesen Moment, diesen historischen Moment. Ich denke, das Unmögliche ist möglich gemacht worden. 600 Kilometer mit dem Mustang Mach-E. Hier werde ich auch scheinbar empfangen. Yes. Also, es sieht gut aus. Wir fahren auf den Parkplatz. So, Kamera noch an. Ich hätte ja jetzt noch einkaufen fahren können nach Hünfeld, ne? Aber ich wollte es jetzt auch nicht zu überheblich machen. So, wir fahren schön bis vorne dran. Noch ein bisschen. Ein ganz klein bisschen noch. Oh, da sind wir jetzt irgendwo dagegen gefahren. Wir werden es sehen. Moment, ein Stück zurück. Zack. Aus. Nee, wir lassen es an. Brauchen nicht ausmachen. Wir haben ja noch so. Jetzt gucken wir erstmal. Jetzt gucke ich mal, was der Discord dazu sagt. Discord. Was ja, sagt ihr? Gratulation. Ja. Gratuliere, Michi. Ausgezeichnete Leistung. Glückwunsch. Glückwunsch. Okay. Glückwunsch, Michi. Danke. Ja, Leute, was soll ich sagen? In aller Bescheidenheit, wenn es einer möglich macht, dann, ja, dann ist es der Anchorman der Breaking Electro News. Also ich rede von mir in der dritten Person. Ein Lothar Matthäus macht das ja auch so. Ich habe es also geschafft, tatsächlich, oder wir haben es zusammen geschafft, mit der Hilfe von den Moderatoren, mit den Leuten im Stream, mit den Leuten im Chat. Und ich bin auch gerade begeistert, dass das wirklich gegangen ist. Ich zeige euch jetzt nochmal das offizielle Endergebnis. Ich mache auch die App mal aus, damit wir auch sehen. Also laut App, da gehe ich aber davon aus, dass wir da tatsächlich einen Messfehler haben. Ich zeige euch das gerade mal. Wir haben hier also jetzt eine reine Fahrzeuge, es ist aber mit Standzeiten von 7 Stunden 45. Durchschnittsgeschwindigkeit dürfte aktiv sein, 78,2 km/h, 607,09 Kilometer laut GPS. Wie gesagt, ich gehe davon aus, da liegt ein Messfehler irgendwo vor, dass da ein bisschen zu viel aufgenommen wurde. Wir gehen auf Beenden. Ich muss das Ganze auf jeden Fall noch auf Privat stellen, weil sonst kriege ich Ärger, weil das ja mit dem Auto war. Speichern. Und dann zeige ich euch jetzt auch noch mal den Bordcomputer in groß. Wir sehen also hier laut Bordcomputer 601 Kilometer, 8 Stunden, 5 Minuten insgesamt unterwegs, 14 Stunden, Kilowattstunden an Durchschnittsverbrauch, leider keine Nachkommastelle. Ich kann es also nicht sagen, ob das 14,9, 14,5, 14,4 oder was auch immer ist. Hier seht ihr auch nochmal den Druck, den ich auf den Reifen gefahren habe. Also ich hatte zu Hause auf 2,7 und 3,0 gestellt. Und dann zeige ich euch jetzt auch nochmal den State of Charge. Wir haben also 1%, das ist eine Punktlandung, 6 Kilometer Reichweite. Also ich hätte durchaus noch ein bisschen weiterfahren können. Ich wollte ja eigentlich in Hünfeld noch einkaufen fahren, aber da habe ich mir gedacht, ich kann ja die Leute, die gegen mich gewettet haben, auch nicht so demütigen, dass ich die Überlegenheit auf diese arrogante Art praktisch darstelle. Und deshalb habe ich darauf verzichtet. Ja, das soll es dann erstmal von hier, von der Ladesäule gewesen sein. Ich werde jetzt anschließend, mache noch eine Ladekurve für den Mach-E. Ich bedanke mich für jeden, der zugeschaut hat. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Ach nee, ich will ja zu Hause noch ein Wrap-up machen. Ja,
Nee, das machen wir nicht. Zu Hause geht's jetzt im Büro weiter. Ja, wie ihr seht, habe ich es auch heil wieder nach Hause geschafft. Und es bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei allen zu bedanken, die zugeschaut haben, allen zu bedanken, die im Chat geschrieben haben. Natürlich ein ganz besonderer Dank an alle, die im Discord waren. Ich mache jetzt hier keine Namensnennung, weil sonst vergesse ich wieder jemanden. Ein herzliches Dankeschön an die Moderatoren, die auch entsprechend das Ganze gemanagt haben. Ich finde, es ist richtig gut gelaufen. Auch der Stream lief unterbrechungsfrei. Das ist natürlich ganz besonders toll. Und dass es wirklich möglich ist, mit dem Mustang Mach-E auf der Autobahn im legalen Bereich mit Tempo 90 unterwegs zu sein und das auf 600 Kilometern ohne nachladen zu müssen, das haben wir hiermit unter Beweis gestellt. Das ist natürlich im Alltag, wenn man normal fährt, nicht zu erreichen. Vielleicht machen wir noch mal eine zusätzliche Challenge, wo wir das Ganze ein bisschen schneller probieren. Das wird dann die Zukunft zeigen. Ah, und natürlich auch noch ein herzliches Dankeschön an all diejenigen HZZler. Ist natürlich nur Spaß, die ihre Wettschulden bereits eingelöst haben. Und da auch direkt die Ankündigung, der Kim muss ja 300 Kilometer mit dem Single Speed an einem Tag fahren, also eine Fahrradtour, das ist eine echte Herausforderung. Da hoffe ich, dass wir in Zukunft auch einen Stream darüber machen können und den Kim ein bisschen begleiten können. Und der liebe Quatschkowski, der muss auch noch 100 Liegestütz am Stück an einem Tag machen. Also ich würde sagen, wenn er mal eine Pause zwischendrin macht, das werden wir ihm nicht übel nehmen. Da freue ich mich auch auf ein entsprechendes Video, lieber Quatschkowski. Ja, und ansonsten soll es das fürs heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und Abo ist ja wohl obligatorisch. Sonst verpasst ihr das nächste Video.